Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen auf diesem wunderschönen Berg, von dem ich jetzt erstmal runterspringe in den Tod. Seht ihr? Habt ihr gedacht, ich schließe euch an? Toller Start, ne? Ich bin natürlich gerade mit Absicht gestorben. Nach dem letzten Mal habe ich ein bisschen hier offscreen gearbeitet. Du gehst nirgendwo hin. Warum will ich dich reparieren? Ich will dich nur öffnen. Tschüss! Ihr merkt schon, dass ich Chorizo statt Bum Bum dabei habe, weil Bum Bum habe ich fertig. Und danach habe ich nochmal ein bisschen Kisten hier gefarmt. Und auch das ein oder andere Gran Primo gemacht. Wo wir schon bei Gran Primo sind. Wir haben irre lang auf diesem Channel kein Gran Primo mehr gemacht, deswegen gönne ich es euch mal. Bevor wir uns an die Hauptquest senden. Im Übrigen, falls ihr verpasst habt, was beim letzten Mal passiert ist, unbedingt reinschauen. Da haben wir das Resident Evil DLC gespielt, das Silent Hill war das, glaube ich, eher. Jedenfalls das mit dem Demogorgon. Irre cool. Aber nie wieder. Chorizo muss allein deswegen schon dabei sein, weil er diesen wunderbar leckeren Wurm gefressen hat. Dieser Clip hat unnormal viele Aufrufe. Im Übrigen, falls ihr es noch nicht bemerkt habt, also ihr von YouTube, ich habe mittlerweile einen Clip-Kanal, wo ich ab und zu Clips hochlade. Ich mache das von Datum her von hinten nach vorne. Da kommen dann irgendwann auch die aktuellen. Sag mir, was du weißt. Wir haben eine Flugabwehranlage gefunden, Dani. Ich habe sie dir auf der Karte markiert. Das weiß ich zu schätzen. Oh. Wieder was zum kaputt machen. So, Inventar natürlich eben kurz aufgefüllt. Ihr seht, was ich dabei habe. Ich muss nichts erklären. Ich will aber trotzdem hier eben kurz einmal dran. Weil was Praktisches, was ich rausgefunden habe, man kann einfach unterwegs die Munition vom Waffen wechseln. Das habe ich vorher nie mitbekommen, beziehungsweise nie gerallt. Also ich könnte jetzt beispielsweise Giftgeschosse bei dem Gewehr holen und dann hätte ich Giftgeschosse immer dabei. Oder Sprengpatronen oder hier Brandgeschosse. Und ich will das jetzt nutzen, um meinem Scharfschützengewehr so viel Munition wie möglich geben. Wir fangen mit der Ultramunition hier mal an. Danach hole ich mir Weichziehmunition. Ich kann die mittendrin jederzeit wechseln. So, und jetzt gönnen wir uns hier auch nochmal eben kurz die Sprengpatronen. So, dann haben wir nämlich da zwei richtig starke Waffen, mit denen ich arbeiten kann. Ich werde mich übrigens heute eventuell nicht durchgehend nur um Hauptquest kümmern. Ich muss da kurz runter. Das lief perfekt. Hi! Hi! Gern geschehen. Dadurch habe ich lieber Tatkisten freigeschaltet. So, und jetzt könnt ihr das hier sehen. Jetzt kann ich hier einfach durchswitchen. Jetzt habe ich zum Beispiel die Sprengpatronen drauf. Wie wirken die eigentlich beim Scharfschützengewehr? Sehr krass. Und wenn ich jetzt beispielsweise Panzerbrechen haben will, kann ich einfach so umswitchen. Mega praktisch, ist nice, dass ich das Offscreen nicht rausgefunden habe. Hat nur ungefähr 100 Parts gedauert. Nein. Ich glaube, wir sind beim 20. Stream ungefähr. Nimm sofort die Waffe runter. Tschüss. Was hast du denn erwartet, was passiert? Vor allen Dingen, hier war ich doch sogar schon mal. So. Einmal kurz gucken. Auto habe ich schon. Warum lauft? Es passiert doch gar nichts. Auch so ein Grund, warum ich diese Gran Primos gerne mache. Erstens, weil man dadurch cooles Zeug fürs Auto freischaltet. Und zum anderen, weil man damit die Karte sehr, sehr gut aufdeckt. Die Dinger, die ich jetzt hier gerade vor mir habe, also das hier, das wird leider nicht markiert.
Das finde ich schade. Ich habe auch mittlerweile genügend Offscreen gemacht, dass wir wieder mit der Story weitermachen können. Aber ich will jetzt erstmal den Gran Primo hier machen. Einfach weil es den so lange nicht mehr gab. Gran Primo. Ich muss niesen. So, hat mich ausgenießt. Okay. Ich werde es mir zu Herzen nehmen. Alle ja? Oh, der verzieht irre stark beim Sprung. Okay. Am besten auch nichts rammen. Wir konzentrieren uns nur auf die Strecke. Alles andere ist egal. Hast du verstanden, Shining? Ja, Shining, das habe ich. Ich kann gerade keine Handzeichen zeigen, weil ich muss mich gerade konzentrieren. Ich bin irre beschissener Fahrer. Zumindest mit diesen alten Autos. Oh, da hinten ist ein Gewitter. Hier ist eine Kiste, okay. Aus dem Weg, Kojoten! Ich wollte gerade sagen, ich bin hoffentlich nicht falsch gefahren. Vor allem die ganzen Premium-Musik, die ist eigentlich auch immer richtig nice. Ich muss nach rechts. Ich muss da durch. Um Gottes Willen. Aber da hinten ist es schon vorbei. Wir haben es geschafft, Leute. Ich steig mal besser aus, ne? Es war eine gute Entscheidung, auszusteigen. So, jetzt habe ich ein neues Defensivwerkzeug. Oh, hier ist direkt ein Flugabwehrgeschütz in der Nähe und eine FND-Basis. So ist es schon viel besser. So, mal gucken. Kriege ich das damit kaputt? Einmal mal ein ganzes Magazin rein. Ich habe mal probiert, was passiert, wenn ich jemanden mit einer Sprengmunition einfach generell treffe. Denkst du, das hilft dir? Eine Karte mit wunderschönem Zeug drauf. So. Problemkind Nummer 1. Tschüss. Diese Hymne ist so ekelhaft. So, und wenn ich schon in der Nähe bin, nehme ich direkt die Basis hier mit ein. Den letzten kann ich sogar eine Rakete in den Hintern pusten. Hallo! Ich sag doch, ich puste ihm eine Rakete in den Hintern. Aber außer der Kiste war hier eigentlich nichts, was Interessantes. Ich habe keinen Alarm ausgelöst, aber ich wurde halt gesehen. Ich habe da nicht schnell genug geschossen. So, ich erkenne einmal meine Munition zurück. Danke sehr. Wo ich schon dabei bin. Fahrzeugwaffen. Ich muss das hier mal ausbessern. Wenn ich schon hier bin. Und das hier habe ich auch bei einem Gran Primo gewonnen. So. Ich muss dahin. Ist da oben drauf irgendwas? Warum ist hier so viel Metall? Und warum ist hier eine FND-Kiste? Also, bestes Versteck. Ich verstehe nur nicht ganz, warum.
Ja. Hallo. Wurdest du geschickt, um zu helfen? Hallo. Libertad, danke, Universum. Meine Freundin. Rapido, por favor. Ach, da hinten soll ich hin. Ich darf Marisol nicht verlieren. Ja. Ich bin schon auf dem Weg. I'm on my way. I'm on my way. Um alles wegzusprengen. Da war einer schneller als ich. Der Rauch. Der Guerilla. Wo ist Marisol? War ich nicht. Geiser. Einer, das war easy. Da ist ein aufgeschrecktes Huhn. Ein aufgeschrecktes Huhn weniger. Genau, fucke deinen Kollegen ab. Gute Idee. Ich habe dich nicht mal gesehen. Hallo, wo willst du hin? Nicht weglaufen. Wir können ja noch so viel Spaß miteinander haben. Also ich muss sagen, das war easy. Isabella schickt mich. Wo ist Marisol? Sie haben sie zur Mühle gebracht. Und dies wo? Wir werden sie umbringen. Bewegung! Bewegung! Ja, ich bewege mich ja. Die Mühle. Ich sollte von hier oben aus ballern. Bei zwei Kommandanten, das kann ich gebrauchen. Vor allen Dingen, wenn sie so geschenkt sind. Marisol. Ah, ganz knapp daneben. Okay, da ist einer von meinen offenbar. Einer weg. Zwei weg. Drei weg. Danke, dass du ins Schussfeld kommst. Ah, und da ist der letzte. Easy going. Hallo? Wo bist du? Da. Oh, schon wieder einer mit Flammenwerfer. Na? Lauf! Isabella wartet auf dich. Ich dachte, ich sehe sie nie wieder. Gracias, gracias. Ja, war easy. Isabella. Marisol ist sicher. Dios mio, gracias. Oh, wie können wir das je wieder gut machen? Du meintest, du hättest eine Grundausbildung und Marisol wäre Sanitäterin. Wir könnten Leute wie euch für küstennahe Operationen brauchen. Vorräte beschaffen, im Ausland für die Freiheit Yaras arbeiten. Das Universum hat mir die Liebe meines Lebens geschenkt. Und Libertad ist der Grund, weshalb wir am Leben sind. Wo soll ich unterschreiben? Oh, hast du gerade. Willkommen bei Benitos Bandidos. Wir bleiben in Kontakt. Wir werden warten. Zwei Kommandantes mehr und das mega easy sogar. Und ich habe einen Rangaufstieg, der mittlerweile eigentlich überhaupt nichts mehr bringt. Wirklich, die Rangaufstiege sind mittlerweile einfach nur noch irgendeine Textnachricht.
Hola, Reporterin Benavides. Presseausweise? Das ist meine Chance, Daddy. Ich habe einen arschheißen Song für die Schlampe. Also vermasse es nicht. Hey, ganz ruhig, Talia. Reiß dich mal ein bisschen zusammen, ja? Reiß du dich zusammen, Danny. Verlier die Ausweise nicht. Du triffst mich und Beecher am Parkplatz des Botanischen Gartens und geh nicht ohne uns rein. Geht klar. Kann ich mich jetzt porten? Jetzt kann ich. Also machen wir natürlich nur einen Absprung. Warum soll ich den ganzen Weg fahren bzw. laufen? Wenn ich es mir easy machen kann. Ist das eine Basis eigentlich? Nö. Da muss ich hin. Hallo. Felicidades. Fuck, ja. Ich bin Talia Benavides von... Urban Garden? Coño, das muss reichen. Nimm das Zeug, sonst passiert was. Dann ziehen wir uns mal um. Hey, sind Sie nicht... Sylvia Balboa, Garden City? Urban Garden? Geht das auch schneller? Maria wartet. Willkommen. Willkommen, meine lieben Freunde aus dem Ausland. Ich werde deine Show sowas von sprengen. Danke, dass Sie so weit gereist sind, um mehr über Viviro zu erfahren. Den Stolz der Castillo-Administration. Fangen wir an. Diese Architektur beeindruckend. Das ist einfach nur Propagandakacke. Eine Menge Geld, das dem Rest von Jahren stimmt. Fehlt. Ich habe heute die besondere Ehre, das Wunder von Viviro mit Ihnen zu teilen. Eines revolutionären Krebsmedikaments. Vor 13 Jahren entdeckte der geniale Biochemiker Dr. Edgar Reyes einen Wirkstoff, der nur in Yara vorkommt und der das Wachstum von Krebszellen verlangsamt. Nee, andersrum. Aber nur durch die Unterstützung von Presidente Anton Castillo können wir dieses rein natürliche Medikament herstellen. Erleben Sie den Durchbruch von Innovation, Großzügigkeit und dem wahren jaranischen Teamgeist. Ein Scheißdreck. Folgen Sie mir. Spasibo für diese Einsicht, denn da fühlt sich ein Journalist als was ganz Besonderes. Nicht die Russen. Es fängt alles an mit Nicotiana jarana, unserer heimischen Tabakpflanze, die auf unseren westlichen Fluren wächst. Unser Tabak ist weltbekannt für seinen einzigartigen Geschmack. Dr. Reyes fragte sich, was ihn so einzigartig macht, und widmete sich dieser Pflanze. Und damit meine ich nicht, dass er eine Menge Zigarren geraucht hat. Er fand einen Wirkstoff, der die Teilung von Krebszellen verlangsamt, ja fast zum Erliegen bringt. Hier entlang, folgen Sie mir bitte. Alles Müll. Du redest so viel Müll. Für den nächsten Teil unseres Viviro-Abenteuers. Hier lassen wir wahrscheinlich die Show platzen. Dr. Reyes fand heraus, dass natürliche Tabakpflanzen nur eine geringe Menge des Wirkstoffs enthalten. Also beauftragte Präsident Castillo, Yaras größte Denker, mit Dr. Reyes zusammen einen natürlichen Dünger zu entwickeln. PG240. Dieser wird wie Haarspray versprüht und fördert die Produktion des Wirkstoffs durch Gentherapie und Nährstoffe. Sehen Sie, dieser Tabak hat große rote Blätter. Das macht der Dünger. Schön, nicht wahr? Puro, organico, exotico. Hm? Möchte jemand die Pflanzen besprühen? Drücken Sie einfach auf den Knopf. Das macht so viel Spaß. Du wirst gleich nichts mehr zu lachen haben. Ich bin der Auserwählte, oder? Ein Freiwilliger.
In diesem Moment dringt der Dünger in die Pflanzen ein. Das ist der Anfang des Viviro-Prozesses. McKay zu nutzen, um das Embargo zu umgehen, war eine kontroverse Entscheidung. Die Kritiker wollen nur vom Krebs profitieren, vom Tod. Für sie sind wir eine Bedrohung, deshalb wollen sie uns ruinieren. Hier lang, por favor. Und ich dachte, die russische Regierung labert Müll. Näher ran. Werden sie ich darf wieder einen Knopf drücken. Ich will, dass sie mich hören. In Zentral-Yara extrahieren, raffinieren und verpacken unsere besten Wissenschaftler den Krebs. Ich muss Knöpfchen drücken. Yarantin kommt nur in yaranischem Tabak vor. Und Dr. Reyes glaubt, dass unsere Zigarren deshalb so mild sind. Na, was denkst du von dem ganzen Lecker Müll? Und nützlich, oder? Ich rauche eine Zigarre pro Woche und sie hält mich schlank und stark. Wirklich. Okay, das war die Tour. Unsere interaktiven Stationen stehen Ihnen jetzt zur Verfügung. Wenn Sie bereit sind, treffen wir uns am Tor in der Außenlounge, wo ein Überraschungsgast auf Sie wartet. So, wir beide haben noch einen Job zu erfüllen, ne? Narren verbreiten Gerüchte und Idioten glauben sie. Das ist nicht wahr. Aha. Oh, so ein schöner Würfel. Okay, man kann hier Spaß haben. Ich guck mir mal eben kurz alles an. Was sieht ihr was? Achso. Da labert der dann. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist. Jetzt hasse ich sie noch mehr als vorher. Die Heilin labert halt so viel Müll. Wir gehen dann mal zur Gruppe. Das nehme ich mit. Ich brauch's mehr als ihr. Und hiermit endet unsere Führung. Bevor sie gehen, noch eine Überraschung. Dr. Edgar Reyes, der Pionier hinter Viviro. Den einmal kurz erschießen. Danke vielmals, dass Sie kommen konnten. Ach, muy bien. Also gut, liebe Gäste. Viel Spaß im Ausstellungsraum bei feinstem yaranischem Rum. Dies ist eine Vorschau auf andere Viviro-Produkte, die wir entwickeln. Kautabletten, Nasensprays, Vaginalzäpfchen. Wie gesagt, eine kleine Vorschau. Also schauen Sie vor. Bei Fragen wenden Sie sich bitte per Mail an meinen Assistenten. Glauben Sie an diesen Bio-Scheiß? Sie sind Yarana? Sie sagte, ich kriege die Story exklusiv. Im Herzen. Kommen Sie, Dr. Reyes, wir wollen uns nicht verspäten. Und wir auch nicht. Gehen wir rein. Ich habe Bichu gesagt, er soll unsere Waffen hier lassen. Bereit, auf die Kacke zu hauen? Natürlich! Also was jetzt? Warte die Welle. Wir packen das. Pass auf dich auf. Ich bin bereit, aber vorher. Wenn ihr schon eine Kiste ist, mitnehmen. Ich glaube, ich kann hier Weichziehmunition verwenden. Muss eine Ebene höher. Ja. Abgesehen von dem einen, alles Weichziehmunitionsopfer. Seht ihr? Stehen bleiben. Wer hat gesagt, du darfst dich bewegen? Wartet. Ich will das Stealth schaffen. Okay, okay.
Also ich darf die nicht einfach erschießen. Also was jetzt? Reite die Welle. Wir packen das. Pass auf dich auf. Die Kiste behalte ich, ja. Also alles gut. Wieso bin ich hier drin? Gut, dass ich mir den Schlüssel gegriffen habe, ne? Ich habe hier was zum Interagieren. Seid ihr immer noch so überzeugt von eurem Zeug? Ich. Man kommt hier so easy durch. So, ich brauche einmal die panzerbrechende Munition zur Not. Alter! Ja, komm ruhig hier rein. Ich versuch's noch einmal Stealth, danach gehe ich einfach durch. Einmal will ich noch versuchen. Also was jetzt? Es ist schwer. Pass auf dich auf. Also zumindest, wenn man Stealth spielen will. Okay, habe ich jetzt alle markiert? Nee, da fehlt irgendwo noch einer. Sieht der Fatzke da hinten natürlich, ne? Aber das sieht zum Glück keiner. So, sie sind zwar aufgeregt, aber haben mich nicht gesehen. So, der Captain ist tot. Die dürfen nur mich nicht mitbekommen. Ich darf die ruhig umbringen. Ich hätte es fast geschafft. Ich will das Stealth hinbekommen. Ich darf nur nicht erwischt werden. Ich mache am besten wirklich erst einmal dieses komische Ding auf. Also was jetzt? Warte die Welle.
So. Das mache ich auf. Mach, dass die alle sticken. Und dann räume ich ab. Sie haben mich genau genommen nicht mitbekommen. Es sind nur, wenn sie mich sehen, offenbar. Tschüss. Tschüss. Und tschüss. Mission erfüllt. Ich würde mal sagen, das geht als Delfer. Mich haben sie nicht gesehen. Zeit, das Gespräch zu sprengen. Ja. Bin nur Wissenschaftler. Verschwindet los! Wilson! Film ab! Vare Yarana, willkommen. Wir haben heute ein besonderes Programm für euch. Maria Puta Marquesa, Kulturministerin. Onkel Antons persönliche Hure. Du bist auch die Leiterin der Akademie für Vare Yarana, oder? Mhm. Wo man den Leuten das Hirn grillt, damit sie schön brav sind? So wie bei mir, oder Maria? Was? Stell dich nicht dumm, Bitch! Talia, die Waffe runter. Sie ist es nicht wert. Du? Du hast mein Haus angegriffen. Du verbreitest deinen Dreck über meinen Sender. Hast du eine Ahnung, welche Peinlichkeiten ich wegen deines widerlichen Auftritts erdulden musste? Schieß einfach. Ich habe alles gegeben, um da zu sein, wo ich heute bin. Meinst du, das kannst du mir wegnehmen? Meine Akademie wurde errichtet, um falsche Yarana zu retten. Wie dich und dieses Mannweib, deine perverse Komplizin. Wo ist sie? Mag sie es nicht, wenn du mit Waffen spielst? Scheiße. Na los, weg hier, weg hier! Das war die richtige Entscheidung. Was ist passiert? Schaff sie schon hier raus! Fuck. Sie hat überreagiert, das war zu früh. Sie hat jetzt was Falsches in die Wiege geleitet. Jetzt kommt sie als Terroristin rüber. Oder? Also klar, sie hat einfach nur Propaganda verbreitet. Ich hoffe mal, der Song ist copyright-frei. Na, Diego? Dein erster Drink.
ist dort. Das war plump. Das war sehr, sehr plump. Die mögen mich nicht. So, wo ist die Frau, mit der ich reden muss? Kann die mal ein Lebenszeichen von sich geben? Halte durch. Irgendwie fehlt da gerade was. Ich guck mal eben mich mal durch. Ah, okay, das ist vom nächsten Gebiet. Wo ist denn Maximas Madonsas jetzt hin? Marias Gehirn war überall verteilt. Oder habe ich jetzt das Gebiet abgeschlossen? Talia ist weggelaufen und ich weiß nicht, was sie vorhat. Und ich glaube, ich habe einen Herzinfarkt. Beecher, du hast keinen Herzinfarkt. Woher willst du das wissen? Wir brauchen Paolo. Paolo weiß, was zu tun ist. Paolo ist jetzt schon in Miami. Nein, er ist doch hier. Danny, komm zu mir auf den kleinen Berg westlich des Flughafens. Da ist ein Bunker. Und ich bin der Mexikaner, der oben drauf steht. Okay. Atme tief durch. Ich bin unterwegs. Ich soll zu dem Mexikaner, der auf einem Bunker steht. Der bitte wo ist? Dort hinten. Ich will mich mal umschauen. Jaranische Geschichte, da haben wir eine. Wir haben jede Menge Flugabwehranlagen. Ich würde mal sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Machen dann Michos Quest hier. Aber ich beende das hier jetzt für heute. Ich hoffe, jeder hatte Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like auf YouTube da lassen, Follow auf Twitch und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss und bis dann.